Glückwunsch, Vize-Weltmeister, alles toll. Freude oder auch ein bisschen Enttäuschung jetzt? Jetzt ist die Enttäuschung auf jeden Fall noch größer als die Freude. WM-Finale haben wir verloren, wir haben Gold verloren heute. Aber ich denke, morgen können wir uns richtig über Silber freuen. Können stolz auf uns sein, was wir für eine Leistung gezeigt haben vor der Kulisse. Ich glaube, an sich Beachvolleyball Deutschland kann stolz auf sich sein, hier so eine Veranstaltung hingezaubert zu haben. Die Leute sind ausgerastet. Ich glaube, Beachvolleyball hat hier eine Hausmarke gesetzt, dass Deutschland vielleicht sogar die Beachvolleyball-begeistertste Nation ist auf der Welt. Wenn wir uns regulieren, dann können wir für jeden Gegner, glaube ich, sehr, sehr unangenehm werden. Wir haben das beste Team der Welt geschlagen, vielleicht in unserem besten Spiel bisher zusammen als Team. Und ich glaube, darüber können wir sehr, sehr stolz sein. Und ich muss sagen, der Clemens, der ist immer noch so ein bisschen unzufrieden. Ich war auch lange unzufrieden. So langsam kommt auch Freude. Gerade wenn man ihm dann so zuhört, fühlt sich auf jeden Fall schon mittlerweile gar nicht so schlecht an. Was wird denn wichtig sein jetzt in der Zukunft? Nicht abzuheben? Nein, werdet ihr nicht. Ja, abheben werden wir, glaube ich, nicht. Da sind wir nicht die Typen für. Ich hole Julius auf dem Teppich, er holt mich auf dem Teppich zurück. Das ergänzt sich ganz gut. Ja, jetzt in der nächsten Zukunft wollen wir, glaube ich, mit dem Selbstvertrauen können wir in die nächsten Turniere gehen. Wollen wieder gute Leistung zeigen. Das wird schwer genug, weil die Weltspitze so dicht zusammengerückt ist. Und das nächstgrößere Ziel ist dann auf jeden Fall Olympia. Da wollen wir uns für qualifizieren. Haben wir jetzt einen großen Schritt in die Richtung gemacht, würde ich sagen. Welchen Einfluss hat das? Ihr wart die Jäger, jetzt seid ihr die Gejagten. Ja, das war hier auch schon ein bisschen neu. Wir waren ja hier nicht nur Jäger, sondern Tole Wickler, da lag schon so ein leichter Fokus, okay, vielleicht können die es ein bisschen weiter schaffen. Gut, dass es dann so weit geht, glaube ich, hätte keiner mitgerechnet. So ab Viertelfinale, würde ich sagen, waren wir dann eher wieder in der Jägerposition. Aber auch sonst, wenn man sich hier die Teams anschaut, auch das Spiel heute, da gewinnt nicht der, der das Gefühl hat, der wird gejagt. Also die Russen, die greifen an und die agieren und die mutig spielen, die gewinnen die Spiele. Und ich glaube, das muss auch die Devise sein für die kommenden Turniere. Und ich glaube auch, dass wir das in dem Turnier ganz gut verstanden haben, weil sowohl in die eine als auch in die andere Richtung schon geklappt hat. Ich kann doch nicht immer Volleyball denken. Was macht ihr eigentlich, wenn kein Volleyball ist in der Zwischenzeit? Boah, da machen wir ganz normale Sachen, würde ich sagen. Was heißt das? Wie andere in unserem Alltag, keine Ahnung, treffen uns mit Freunden, spielen ein bisschen Playstation, fahren lesen was. Weserstadion. Fahren ins Weserstadion, genau. Grüße gehen raus an SV Werder Bremen. Werden die Deutscher Meister mal endlich wieder? Ja, Deutscher Meister ist noch ein bisschen weit. So Champions League. Euroleague, Champions League, dahin. Glaube ich, die Formkurve ist ansteigend. Ja, Max Kruse, ich bin enttäuscht von dir. Ja. Aber Julius, als Hamburger in Alsterdorf geboren und dann Werder-Fan, wie konnte das passieren? Ja, ich hatte einen schweren Stand in der Schule, musste mich immer gegen so 25 andere Hälfte, St. Pauli, Hälfte HSV, durchsetzen. Aber gut, ich glaube, darüber kommt jetzt auch die Stärke, die wir hier haben. Früh gelernt, immer mit Druck umzugehen. Jetzt wird natürlich fällig ein Grußwort von Werder Bremen. Dafür werde ich sorgen. Ne? Alles Gute in der Schweiz. Ne? Dankeschön. Danke. Danke.